Servus. Ja, das Paket habe ich schon geöffnet, aber ich habe mal gestern durch den Suff so die Rübe weggeschossen. Mein Hirn, es ist wirklich verfaulter denn je. Aber na gut. Das ist ein sogenannter Bison-Wodka. Ach nee, Bisowka. Junge, ich hätte es jetzt einfach Bison-Wodka genannt, aber naja. Ja, so ein Bison, ey. Mit einem Bison würde ich mich nie anlegen. Ja, war gestern wild. Es war mal wieder aggressive Stimmung. Es wurde nur Scheiße gemacht, so wie es sich gehört. Heutzutage kann man auch nur noch von jedem Scheiß aggressiv werden. Also seine goldene Mitte beizubehalten, das ist in dieser. Das ist einfach nicht mehr möglich. Es ist einfach nicht mehr möglich, deswegen wird auch immer wieder neue Scheiße passieren. Zum Beispiel, dass die Musik zu laut ist und ich hier gerade die verfickte Fernbedienung nicht finde, aber egal. Die ganze Bude ist ein Chaos. Ich brauche auf jeden Fall einen Tag in der Woche, wo ich ja mal richtig für Ordnung schaffe. Aber irgendwie habe ich ja jeden Tag irgendwas zu tun. Entweder ich muss PS5 spielen oder ich muss ein Video hochladen und drehen und so. Also das sind halt alles Pflichten, die ich ja nie vernachlässigen darf. Und somit wird die Bude immer weiter versauern und verkümmern. Naja, egal. Was haben wir denn hier? Oh, Alter. Das ist ja geil. Ja. Feinstes Karamell. Das ist heute meine erste Mahlzeit. Ich war vorhin verkatert beim Training, habe absolut nichts gegessen. Und das ist heute wirklich das Erste, was ich fresse, vor allem nach dem Training. Ich sollte wirklich aufhören mit trainieren, weil ich bin einfach kein waschechter Sportler. Aber ich ziehe die Scheiße trotzdem durch. Sonst werden die Gedanken im Kopf immer schlimmer und die Stimmen immer lauter. Also ist der Sport, den ich betreibe, eher so eine Verzweiflungstat, um mich noch irgendwie aufrechtzuerhalten. Das nennt man dann doch irgendwie doch wieder goldenes Gleichgewicht. Jetzt muss ich wirklich mal die scheiß Fernbedienung suchen. Es kann ja nicht sein, dass ich die hier schon wieder verlegt habe. Na egal. So, ich habe sie gefunden. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich jetzt hier Fanpost auspacke und vor allem ohne Max. Max hat irgendwas zu tun. Und ja, also das letzte Fanpost-Video hat für einen Polizeieinsatz gesorgt. Naja, es ist halt, das sind Leute an der Packstation, die Pakete auspacken. Das ist einfach ein Grund, die Polizei zu rufen, weil wir in einem verbitterten Drecksland leben, wo jeder verbittert ist, schlecht gelaunt, jeder ist aggressiv, alle haben schlechte Laune, keiner lächelt. Alle sollten sich einfach umbringen, dann wäre das Land auf jeden Fall frei und rein. Aber na gut. Die Selbstmordrate ist auf jeden Fall viel zu gering. Die sollte deutlich ansteigen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht auf die Schnelle, wie ich die Leute dazu treibe, sich endlich umzubringen. Dass sich jeder hier ein für alle Mal auslöscht. Ne? Da tut man keinen anderen weh, sondern man nimmt sich selbst nur das Leben. Das wäre eigentlich perfekt. Ja. Und dann wird es Zeit für einen Neustart. Wo Harmonie, Freundlichkeit, Glückseligkeit, alles, was ihn halt glücklich macht, an der Tagesordnung ist. Es ist momentan genau das Gegenteil der Fall. Deswegen hat man einfach nur noch schlechte Laune und die Schnauze voll. Dieses Süßigkeitenkonsum darf niemals enden. Ja, genau, Süßigkeiten. Man frisst halt einfach Süßigkeiten in sich rein, in der Hoffnung, dass es ihn irgendwie glücklich und fröhlich macht. Derweil sorgt es ja nur dafür, dass man eben noch mehr schlechte Laune bekommt, weil man es ja irgendwo auch, tief in sich drin bereut und sich selbst nicht verzeihen kann, wenn man genug Verstand hat, um zu wissen, was für ein Dreck in Süßigkeiten ist. Genauso ist es mit dem Alkohol. Ich bin immer wieder so dämlich und sauf mich zu, aber manchmal braucht man einfach. Braucht man es einfach. Ich werde das jetzt exen. Ich werde es doch nicht exen, weil das ist ganz schön sauer. Ach Mensch. Ein verkaterter Schänder ist ein sehr schlecht gelaunter Schänder. Aber das macht nichts. Meine, wir haben jetzt keine Anzeige bei dem Polizeieinsatz bekommen. Der Max hat da laut Chipar geschrien und die Leute haben das als,
Naja, es, rechtsradikale Parolen vernommen und deswegen haben die dann auch die Polizei gerufen. Und da waren dann 5 Einsatzwagen da und die haben uns dann noch dabei, da standen dann 10 Cops circa und da haben uns dann dabei zugeguckt, wie wir den Fanpost-Kram so aufgeräumt haben und so. Und da ist mir wirklich bewusst geworden, ich muss umziehen. Ich muss an einer anderen Packstation umziehen. Deswegen ist... Alter, schmeckt richtig geil. Deswegen ist die Fanpost-Adresse... Es gibt immer noch einen Haufen Leute, die mich fragen, wo sie Fanpost hinschicken sollen. Ich bringe sie dann immer auf die Idee, in meine Videobeschreibung zu gucken. Weil da steht, seitdem ich angefangen habe mit YouTube, mit Fanpost empfangen, also quasi seit Jahren steht in meiner Videobeschreibung die Fanpost-Adresse. Das hat sich bisher auch nicht geändert. Die wurde jetzt quasi an eine andere Packstation geändert. Nämlich die beim Finanzamt. Und dort wird auf jeden Fall viel Unheil vonstatten finden. So. Kanonenbälle, ich glaube, das ist ein Kaugummi. Oh. Jungen Wahrheitlutscher. Das sieht auf jeden Fall entspannt aus. So. Pack mal bitte den Lutscher aus. Ja. Drumstick, auch nicht schlecht. Naja. Also alles schon. Schmeckt sehr stabil. Du hast ein bisschen Papier im Maul. Ja, ne, das muss ja mal ein Ende finden. Ich pack den Rest jetzt einfach aus, weil ihr müsst jetzt hier nicht euch die ganze Zeit angucken, wie ich das hier alles mich reinstopfe. Weil, im Endeffekt könnt ihr es ja nicht fühlen, weil das ja Dinge sind, die jetzt hier in den deutschen Läden irgendwo zu kaufen sind, außer ich bin komplett behindert und es gibt tatsächlich deutsche Läden. Aber ich denke, es sind schon hier exotische Früchte. Naja. Ja, wir sollten jetzt alle das Leben nehmen. Ein für alle Mal. Endlich. Mine, was machen wir denn hier so auf dieser Welt? Einfach nur sinnlos existieren und uns einreden, dass unsere Existenz irgendeine Art von Sinn oder Bestimmung hat. Und dann sagt man sich, ja, der Sinn des Lebens ist einfach zu leben. Ja, aber wenn man das will, dann wird man ja daran gehindert. Deswegen kann man hier einfach nicht leben. Man kann sich wirklich nur umbringen. Das ist die beste Lösung. Punkt. Also. Oder man zieht dorthin, wo man wirklich leben kann. Aber wo ist das? In der Schweiz? Keine Ahnung. Ich glaube, in der Schweiz ist dieser Ort. Auf jeden Fall vielen Dank für die Süßigkeiten. Die lasse ich mir auf jeden Fall schmecken. Und ich bedanke mich. Das macht mich ja doch schon glücklich, muss ich sagen. Es muntert mich wirklich auf. Das lässt mich jetzt diesen verbitterten Kader überstehen. Alter Doritos Ringe. Es wird halt doch immer mehr neue Scheiße produziert. Also, dass man hat gar nicht, man hat keine andere Wahl, außer ein Konsumschwein zu sein. Was ja an sich auch vollkommen legitim ist. Aber man darf sich dann eben nicht beschweren, dass man eine miese Mastsau wird. Und von anderen verlangen, dass das irgendwie was Positives, was Positives deklariert wird. Es ist einfach nur die fehlende Selbstverantwortung, die man da verkackt hat. Und dann andere zu beschuldigen, auf der Verantwortungslosigkeit rumzureiten, ist einfach inkorrekt. Na? Stattdessen sollte man lernen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Da bin ich das schlechteste Beispiel, das es überhaupt gibt. Ja, das ist halt die Ironie. Mein Kanal ist ja auch ironisch. Ich lade hier Scheiße hoch, den viele Menschen ernst nehmen. Und da denke ich mir so, meine Fresse. Wenn man sich bei mir über irgendwas aufregt, dann denke ich mir, meine Güte. Alter, ich bin doch bloß ein mieser Troll. Ich will doch hier einfach nur irgendeine Scheiße hochladen. Im besten Fall damit Geld verdienen und depressiven Leuten eigentlich gute Laune bringen. Das ist mein persönliches Hauptziel hier von dem Kanal. Ich will ja nicht mal, dass man das irgendwie als Kunst schätzt oder das irgendwie kritisiert, bewertet oder irgendwas. Ich will einfach nur, dass man drüber lächeln kann. Dann macht man ja schon mal alles richtig. Ne? Aber gut, das ist natürlich jeden seine Sache. Man kann sich ja über alles aufregen.
Es macht ja auch Spaß. Es gibt Menschen, die erfüllt das. Zu viele Menschen erfüllt das. Alter, endlich mal neue Tüten. Junge, das gibt's doch gar nicht. Endlich. Scheiße. Ja. Ach. Deswegen, das ist ja noch ein Grund weniger, warum ich jetzt aufräume. Ich lasse es einfach vermüllen bis nächste Woche. Sagen wir so, nächste Woche Donnerstag räume ich auf. Bis dahin lasse ich die Bude verkümmern und versauern. Vielleicht kriege ich aber am Sonntag meinen Arsch hoch. Ja, ich muss halt morgen wieder arbeiten, also am Samstag. Also ich bringe mich davor um. Dann muss ich es nicht mehr machen. Hier sind Glasscherben drin. So. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe gerade einen kleinen Schockmoment bekommen. So. Alles klar. Das ist krass, einfach Tüten. Jetzt sind ja Leute schon so weit gekommen, dass sie mir Teppiche und Tüten schicken. Und ein Locher. Scheiße. Ach. Ey, wenn das hier so ein Wasserding ist, hier, wo Wasserdampf rauskommt. Ich weiß nicht immer wozu. Ist es um die Luftfeuchtigkeit ans. Alter, eine neue Matte! Oh, Alter, eine neue Matte! Alter, einfach eine neue Matte! Die kann ich ja ausbreiten. Ist denn hier eine rote Matte? Hey, ich glaube, jetzt bin ich motiviert aufzuräumen. Alles klar, ich danke euch Leute für die Fanpost und vielleicht werde ich jetzt tatsächlich eine halbe Stunde aufräumen. Geil, einfach nur um die Matte hier hinzulegen. Das wäre perfekt. Ey, Leute, ich liebe euch. Vielen Dank. Macht euch noch einen gesunden Abend. Und ja, hört auf euren Lebenswillen durch Alkohol zu zerstören. Das ist die Kacke nie wert. Das ist die Kacke einfach nie wert. Es ist einfach nur die dämlichste Volksdroge auf dieser Welt. Und die Leute, die davon hängen, die drauf hängen bleiben, ne, das sind einfach erbärmliche, dumme, niederträchtige Wesen. Ja, davon muss es weniger geben. Aber ich glaube an den Wandel der Zeit. Ich glaube an das Zeitalter der völlig verkifften Massenverblödung. Und darauf freue ich mich. Weil da können auf jeden Fall lustige Comedy-Sketches entstehen. Haut rein!